Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karl Egmont Thüringen. Wir werden weiter Hafer aussehen. Der Zug taucht gerade ab. So, hinkommen. Hier ist er. Ist ja auch fast fertig. Ne, 2%. außer 14 Meter. Nur einen Kurs. Wenn wir gleich ergänzen. Wir haben einen neuen Kurs gespeichert. Das wäre der Test, ob das funktioniert. Der neue Überführungskurs. Das können wir gleich überwachen. Der ist mal laut. Die Bahn kann weiter weggehen. Schade, dass der Hafer zu wenig ist. Im Sattelfelder. Glück haben reicht das. Kurz die Zeit aufschreiben, beziehungsweise Timer tippen. Arbeiten wir noch mal. Mindestens Kontrolle dafür. Zwei Ladungen gebraucht insgesamt. Wir fahren immer zurück. Da wird es reichen. So, haben wir mal schön waschen. Da wir jetzt mit der Arbeit fertig sind, können wir gleich auf 5 stellen. Mal 5 für die Geschwindigkeit. Weil das andere Feld ist noch nicht reif. Aber mit jeder Sicht noch nicht so laut. Mal schließen. Lohnzahlung in ein paar Minuten. Hätte auch gratis arbeiten können, ne? Ja, auch nicht beklagen. So, waschen. Sack und nachfüllen. Haben wir auch einmal überlegt. Beim nächsten Mal. Ja, da bin ich in die Garage gefahren. Wir werden nicht mal. Oder näher nachfüllen, wenn wir in der Luft liegen. Wir haben ein dieses voll. Wir füllen näher nach. Ey. So eine große Gerade lassen kann. Aber warten wollte zuerst. So.
Mikro ein bisschen wegnehmen. Bewegungsfreiraum kriegen. Glaube ich noch laut genug. Oh, der wäre sauber. Glück auf vom Mittag. So. Was knallen wir denn am nächsten Feld drauf? Was haben wir dafür nicht da? Aktuell kein Plan. Mal schauen. Das dauert noch eine Zeit. Wir hatten nur Hafer. Gerste haben wir jetzt auch Glück. Wir werden dann nichts machen. Wahrscheinlich Raps. Oder Raps. Könnte Raps sein, den könnte. Auch noch ein bisschen. So. Mehr bis auf die Ecke hier. Gut. Das ist so bald zu weit sein. Düngen kann ich aber erst, wenn ich. Oh, mache ich hier noch Kalk drauf. Ich mache da noch Kalk drauf. Dann machen wir noch Kalk drauf. Der Blüte. Büschel ist Mist. Ich will aufstehen. Wenn die Ecke noch ein bisschen nacharbeiten, wo Kalk fehlt. Wir werden sie so eine Ernte noch machen können. Noch eine, wie jetzt hier kommt. Damit alles Kalk fehlt. Jo. Ah, Lenkradtastatur geht noch. Ich hab den Knopf gefunden auf dem Lenkrad. So.
Schauen wir gleich. Auch an sich. Karte. Ah, genau richtig. Bitten aufklappen. Starten wir mal gleich. Wenn die Ecke noch, die im Prinzip fehlt, wird nacharbeiten. Noch eine Ecke da vorne. Ja, gut. Oh nee, ich bin müde. Aber deswegen noch Dings holen. Sackmaschine vollbar und herfahren, ja. Soll nicht sein. Gross. Ja, Kalk ist fast fertig. Jetzt geben wir noch einen Rest. In die Ecke noch. War da genug Kalk? Also genügend. Wollen wir nicht so pingelig sein. Ein Punkt. So, jetzt fahren wir zurück. Wenn noch nicht gewachsen ist, wenn wir gleich nur Fuhr Holz wegfahren, wenn Holz rumliegt. Ansonsten Holz sägen. Ja, wir können aber verkaufen. Wir können ja aber verkaufen. Der Traktor ist ja noch, oder der LKW steht da hinten noch und muss geborgen werden. Der Anhänger ist nicht. Der LKW ist ja frei. Wenn wir den Radlader nehmen, hinfahren. Das geht zwar auch Zollplätzen, ganz Anhänger zum Händler zurück, aber sie laden noch weg. Das wollen wir ja nicht. Lassen wir gleich
Cosplay ein bisschen schonen, ne? Ich meine, normalerweise passiert ja nichts. Eine Kunst für sich, einzufahren und kurz. Gut. Hängen wir ab. Ausschalten. Ein bisschen können wir noch. So, jetzt gehen wir zum Radlader. Und den fahren wir jetzt mal rüber, ne? Ob wir mit denen das geschafft sind. Nehmen wir die Abkürzung. Querfeldein. Den Weg kennt ihr noch. So Anhänger für Holz umgeschüttbar. Der Verkehr ist aus. Mal zusammen, ne? Das mag die Polizei nicht. So, fast da. Die Karte ist so groß, dass man auch nicht mal überall gefahren ist. Ne? Daher habe ich gesagt, ja, jo, geht dann geradeaus weiter. Ne? Und dann, ups, nix da. Den hinten mit rumkriege. Und im Feuerwehr, das soll es für heute gewesen sein. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen über ein Like. Ganz gerne über ein Abo. Ich sage mal Danke. Und sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.